Ja. Ja. Alles klar. Dann wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen oder Mitsprechende. Wir haben wieder Samstag und wie immer samstagsabends, also heute ist der 5.11.2022, gibt es die Samstalks oder Verantwortungstalks. Also zum technischen und inhaltlichen Rahmen kann man sich auch den diesbezüglichen Thread im korruptionsfreien Forum anschauen, welches da den Titel hat freie-argumente-kultur.de. Nur nochmal, was ist der ganz grobe Sinn hier dieser Talks? Wir wollen an diesen Gelegenheiten, also einmal die Woche, man kann es natürlich viel öfter noch machen, auftauchen aus dem Strom des Lebens, um die große Verantwortungsfrage zu stellen. Okay, damit gebe ich dann an den Dillen für den ersten inhaltlichen Beitrag. Ja, und jetzt müsste ich von allen gut zu hören sein, ist das richtig? Ja, super. Ja. Alle sehr hören mich sehr gut, ja. Ja, dann lege ich mal los, starte ich mal Redezeituhr. Ja, also ich für das heutige Plenum mit dem Schwerpunkt eben Gemeinschaftsarbeit wollte ich beginnen mit dem Thema, dass wir haben ja sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die eigentlich so sich fragen, müssen wir denn so viel reden und so viel denken, wenn wir als glückliche Gemeinschaft zusammenleben wollen? Oder ist es nicht so, dass wir auch mit Emotionen und mit Herzenergie und allem und so weiter vielleicht sogar am Ende viel glücklicher leben? Und dazu muss ich sagen, genau das ist der Punkt. Wir Naturwissenschaftler unterscheiden uns von den Schenker-Gemeinschaften an diesem einen Punkt so ein bisschen. Wir wollen eigentlich nur reden und denken und verantwortungsbewusste Gedanken pflegen und sinnorientierte Gedanken, um auszusteigen, um den Irrsinn unserer jetzigen Gesellschafts- und Lebensweise mit den vielen vorteilbringenden Irrtümern. Wir wollen also eigentlich nur so lange reden und denken, bis wir diese Irrtümer wieder rausgeschmissen haben. Viele der Irrtümer sind über Reden und Denken in den Kopf reingekommen und müssen leider über Reden und Denken den Kopf auch wieder verlassen. Aber wenn sie dann einmal draußen sind, dann vertrauen wir Naturwissenschaftler von Weltrat und Next Scientists for Future darauf, dass die Genetik, dass unsere menschliche Genetik, so genauso wie die Genetik der Bonobos von sich aus für ein liebevolles Miteinander sorgt. Ohne Bonobos müssen überhaupt nicht darüber reden, die können gar nicht darüber reden, weil sie noch kurz vor der Sprache stehen und besonders auch eben keinen Tauschhandel haben. Bonobos brauchen nicht reden und denken und haben trotzdem keine sozialen Probleme, sondern haben die höchst in der Evolution die höchst entwickelte Sozialform der gesamten Erde mit dem geringsten Gewaltpotenzial von allen Lebewesenarten überhaupt. Und wir sind ja nur der guten Hoffnung, dass der Mensch eigentlich genauso gut sein kann wie die Bonobos, nämlich als Savannenbonobo genauso gut sein kann wie die Bonobos, aber nicht mit diesem Wirtschaftssystem, mit seinen vorteilbringenden Irrtümern. Also da liegt so der erste Unterschied, mit dem wir vielleicht mal für heute so einfach einsteigen können. Wir Naturwissenschaftler wollen nur jetzt reden, später immer weniger und eigentlich dann gar nicht mehr, weil wir das der Natur, wir wollen, wenn wir zurück zur Natur sind, brauchen wir nicht mehr ständig reden. Während hingegen die Schenkerbewegung, also mit ihren Schenkergemeinschaften, eigentlich alle Aspekte des Lebens immer besprechen und planen und steuern möchte, also auch das Liebesleben, das Fortpflanzungsleben und alle anderen Belange einer Gemeinschaft immer durchdringen und durchsprechen möchte, während wir das nicht brauchen und wollen. Ich mache erstmal so viel. Wechselwunsch. Ja, wo irre ich mich? Ich mache gerade nur meinen Beitrag rund. Also das war so mal mein Startbereich zum Thema Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Schenkergemeinschaften in Bezug auf wie viel
Reden und nicht reden und wie viel denken und nicht denken. Wechsel. Wechsel 5? Ja, Wechsel 5. Wechsel 5, genau. Ja. Ja, da sind wir uns Moment. Ja? Jetzt hören alle wieder gut. Jetzt geht's los. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Dass wir uns da vielleicht, ja, oder dass wir uns da gar nicht so weit auseinander sehen müssten. Also wir Schenker, wir reden auch nur so lange, bis die Dinge klar sind. Also aber da die Dinge noch nicht klar sind, ist da wohl einfach noch so viel Rede, Gesprächsbedarf. Und wenn die Dinge dann klar sind innerhalb von der Kommune und wenn klar ist, dass wer holt jetzt die Äpfel von der Wiese oder dass er einfach so reibungslos läuft, dann kann auch eine unserer Schenker-Kommunen irgendwann so aussehen, dass man da gar nicht mehr groß Worte wechseln muss, sondern dass das alles gut ineinander passt. Und insofern, ja, ich muss das gar nicht unbedingt sein, dass das in einer Schenker-Gemeinschaft mehr geredet wird als notwendig. Genau, aber da sage ich mal jetzt gerade noch in dieser Aufbauphase, ja, da wir jetzt ja gerade in dieser Aufbauphase an den Projektstandorten in Deutschland teilweise nur eine Person oder jetzt in Stadtallendorf drei Leute vielleicht, wenn in dieser Aufbauphase sind, ist es vielleicht mehr notwendig, noch da zu kommunizieren. Wechsel. Wechsel 4. Übrigens, wir haben also da Nummern, ja. Wechsel 6 ist für unsere Telefongäste jetzt, die einfach Wechselwunsch rufen, wenn man was sagen möchte. Und ich bin jetzt Wechsel 4, habe mich jetzt gemeldet und gebe erst nochmal die Information, dass, also das Gemeinsame. Was? Ich höre jetzt ganz schlecht, ist ganz leise. Ja, danke für den Hinweis, war mein Fehler. Jetzt ist besser. Ja. Das war mein Fehler. Also nur ganz kurz der Hinweis, wenn du etwas sagen möchtest, bitte Wechsel 6 rufen. Wechselwunsch heißt Wunsch. Du kannst dann jederzeit unterbrechen und einfach nur reinrufen Wechselwunsch und dann wird eine Uhr gestartet und dann muss die Person innerhalb von 20 Sekunden zum Ende kommen. So, aber was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass was Schenkergemeinschaften und naturwissenschaftliche Gemeinschaften gemeinsam haben, ist, dass wir alle nicht, jedenfalls nicht mehr, einfach nur Leute aufnehmen, um des Aufnehmens Willens, damit wir eine große, möglichst große Zahl an WG-Teilnehmern haben, sondern bei uns geht es wirklich um die Qualität des Miteinander-Zusammenlebens. Deswegen sind in den 10 Locations eben auch der Schenker-Gemeinschaften nicht sehr viele Leute, sondern lieber, es geht nach der Frage der Qualität und nicht der Quantität. Ne? Das nochmal als Information. So, und jetzt wollte ich aber auf Yannick antworten. Ja, Yannick, aber ein Beispiel jetzt mal. Was ist, wenn zum Beispiel es zu Eifersuchtsgefühlen kommt, was ich in der Schenker-Gemeinschaft für sehr gut möglich halte, in der Bonobo-Gemeinschaft ja nicht vorkommt. Also in der Bonobo-Gemeinschaft haben wir zum Beispiel aufgrund der genetischen Natur der Sozialbeziehungen, die dort gepflegt werden, zum Beispiel keine Eifersuchtssituationen. Wie, da müsst ihr dann ja in der Schenker-Gemeinschaft drüber reden, oder nicht? Wechsel? Ja, Wechsel 5. Ja, Moment. Ich muss immer das. Ja, jetzt kannst du sprechen. Ja, also ich kann das ja mal aus meiner Sicht versuchen zu beschreiben, wie ich das sehe. Wenn Öffi da vielleicht auch was sagen will, kann er ja vielleicht danach auch noch mit reinhaken. Aber ich sehe das so, also das von den Schenker-Idealen, wo man dann wirklich sich so einfügt, dass man da seinen sinnvollen Platz hat, auch was das Liebes- und Sexualleben angeht, dass da gar kein Besitzdenken im Idealfall da ist, so dass eben diese Eifersucht dann auch gar nicht stattfinden kann. Ne? Und natürlich, aber wenn es so ist,
ja, wenn es so ist, dass da natürlich durch diese Kommunikation untereinander eben solche Eifersuchtsgeschichten auch über die Ideale von Schenker-Bewegung aufgelöst werden können. Wechsel. Wechsel 4, Sekunde. Wechsel 4, jetzt müssten mich wieder alle gut hören. Ja, aber es ist eben ein bisschen aufwendiger als bei den Bonobos. Ja? Die Bonobos haben also ein Sozialsystem, das genetisch gewachsen ist und in der Evolution entstanden ist und das dafür garantiert, dass sie keine solchen Eifersuchtssituationen haben. Aber in den Schenker-Gemeinschaften wollt ihr ja quasi auch zulassen, dass die Leute ganz normal, wie im Kapitalismus draußen auch, monogame Ehen zum Beispiel führen. Und da kann es doch jederzeit mal passieren, dass auch eine Person sich in eine andere verliebt, außerhalb der eigenen Ehe. Und das kann dann zu bestimmten Spannungen führen und so weiter. Und dann hättet ihr eigentlich immer dann auch wieder Redebedarf. Oder sehe ich das falsch? Wechsel. Ja, Wechsel 5. Also ja, natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass man dann Redebedarf hat, wenn da so eine Problematik aufkommt. Aber dass eben durch die Kraft des Idealismus und dadurch, dass dieses schenkende Lebenssystem, sag ich mal, eben diese Eifersuchtsgefühlszustände ja auflöst, da eben das Potenzial da ist, dann eben das zu überwinden, ne? Und dann eifersuchtsfrei Liebesleben untereinander zu praktizieren. So. Genau, Wechsel. Ja, Wechsel 4. Ja, ich muss warte gerade nur das Piepen ab, ja, gut, genau. Wechsel 4. Ja, und da, ich habe ja unserem neuen Gast versprochen, dass wir natürlich nach dem Motto hier sprechen, wo irr ich, wo du. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich halt glaube, dass die Schenker-Gemeinschaften sich da irren, dass sie sozusagen eigentlich mit dem Verstand und mit dem sinnorientierten Denken und verantwortungsorientierten Denken versuchen, eine ideale, natürlich genetisch gegebene sozusagen Höherentwicklung einer Art zu kopieren oder zu simulieren, anstatt der Natur einfach freien Lauf zu lassen. Und das halten wir Naturwissenschaftler ja für einen Irrtum in den Schenker-Gemeinschaften. Dass man eben eigentlich, wenn man die vorteilbringenden Irrtümer aus den Köpfen heraus hat, dass man dann eigentlich in die Natur der Dinge gar nicht mehr eingreifen braucht, weil wir können nicht besser sein als die Natur. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich eine Art wie zum Beispiel die Bonobos besser machen könnte, als sie sind. Sie sind wirklich die höchste, ja, ich bin sowieso am Ende. Und du kannst dir ja dann auch noch Zeit von Öff erbeten, ja. Also Wechsel 5, Moment. Wechsel 5. Noch nicht loslegen, jetzt. Ja, also wir waren jetzt gerade an der Stelle, wo du sagtest, wenn die vorteilbringenden Irrtümer abgebaut sind, dass man dann der Natur freien Lauf lassen könnte. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, dass das natürlich ein gewisser Prozess ist, bis diese vorteilbringenden Irrtümer abgebaut sind und dass auch das eventuell, das ist jetzt eine Spekulation. Aber du kannst dir gerne von Öffi ein bisschen Zeit geben lassen, ne? Ja, wenn das geht. Wenn Öffi das macht. Das mag, ja? Ja, klar, macht der Öffi das immer gerne. Immer also, Wechsel 2. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, also
Ich denke nicht so, ich denke ja nicht so biologisch, genetisch, materiell, sondern ich denke ja eher geistig. Aber ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Entwöhnungsprozess von den vorteilbringenden Irrtümern, dass auch ein, ja, dass das letztendlich und diese vorteilbringenden Irrtümer sind ja auch über den Verstand, über den Geist zu erfassen und auch die Auflösungen jener sind doch auch darüber zu erfassen und zu verstehen, dass das dann eben auch die Lebensgrundlage danach bilden kann, also nach diesem Abbau, dass man dann auch mit diesem geistigen Bewusstsein, also dieser Befreiung von den vorteilbringenden Irrtümern und der darauf folgende Bewusstseinszustand, in dem man dann ist, dass das die Basis des Lebens ist und man sich dann darauf oder da, mit dieser Bewusstseinsebene beziehungsweise diesem Wissensstand in Kommunen zusammenlebt und den dann hat und dann braucht man auch gar nicht sich meines Erachtens gehen zu lassen oder so, dann hat man ja seine geistige Basis und Stärke, auf der man dann in Gemeinschaft, in Harmonie und in Balance mit seinen Mitlebewesen in Kommunen leben kann. Ja. Wechsel. Ja, und jetzt wollte ich nochmal zwischenfragen, ist dir irgendein Gedanke gekommen am Telefon? Wolltest du jetzt mal was sagen? Du hast nämlich jetzt noch viel Konto Zeit auf der Uhr, weil du ja noch nichts gesagt hattest. Ja, ich könnte dich jetzt mal lauter drehen. Soll ich dich mal lauter drehen? Wer ist denn jetzt gemeint? Ja, du. Ach, ich, Helga. Ja, Helga. Ja, also es geht nicht sehr. Moment, ich drehe dich jetzt mal lauter, ja? Moment. Sag mal jetzt was. Ja. Hören dich alle sehr gut? Es ist interessant, so zuzuhören. Ja? Also ich habe mich mit Schinkergemeinschaften noch gar nicht auseinandergesetzt, aber es ist einfach interessant, zuzuhören. Ich brauche meine Redezeit ja nicht in Anspruch nehmen, weil ich habe im Moment nicht. Ich möchte im Moment lieber zuhören. Ja, aber du kannst dich jederzeit wieder melden, gell? Ja, okay, das weiß ich. Wenn ich irgendwie eine Verständnisfrage habe, dann mache ich das. Ja, und ja, denn du hast... Okay, da können wir Wechsel zweimal auch sagen. Also. Ja, Moment, jetzt mache ich dich erst einmal hier wieder leiser, damit die Tonbedingungen sich wieder verbessern. So, Wechsel 2, ja? Ja. Ja, also ich staune. Also eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass du, Dylan, selbst so denken würdest, die Naturwissenschaft auch nicht, dass wir Menschen, die wir diese besondere Fähigkeit des Denkens und Sprechens entwickelt haben, die nach Beseitigung einer Irrtümer dann abschalten und dann funktioniert es auf andere Weise ausreichend. Also ich halte das aus allen Blickwinkeln betrachtet für unrealistisch. Und ich sehe aber andererseits kein großes Problem, weil wenn die Menschen wirklich sich öffnen würden für freies Miteinander denken und sprechen und dass sie nach den besten Argumenten für alle gehen wollen, dann ist das ein sehr harmonisches und sehr ja geistig entfaltendes und beglückendes Leben. Allein schon, wenn man dann Konflikte wirklich nicht mehr mit irgendwelchen nicht argumentativen Durchboxereien behandelt, sondern dass man miteinander versucht, es zu klären. Wenn nicht, bezieht man andere vertrauenswürdige Menschen aus der Gemeinschaft mit ein und erforderlichenfalls bringt man es vor die Gesamtgemeinschaft auch. Also ich glaube, dass das paradiesisch wäre und auch schon, wenn ein paar Menschen sich so zusammentun würden für so einen Kommuneversuch, dann finde ich das auch schon, dass das also wahrscheinlich eine tolle Ausstrahlung auch kriegen kann und sehr gut klappen kann. Und letztes, ich kann mir vorstellen, dass das sich dann auch weitgehend sogar annähernd in der äußeren Form mit dem, was die Bonobos leben, weil die ganzen Freigeister und Hippies und Gandhi-Leute auch, die konnten sich das als freie Liebe-Kommune und so auch vorstellen, was dann rauskommt am Ende. Ja, jetzt zum letzten Mal, Helga, bevor wir die nächste Zeitrunde betreten, hättest du jetzt noch mal eine Möglichkeit, deine Zeit zu nutzen, aber wenn nichts ist, kannst du auch einfach weitergeben in die nächste Runde. Ja, ich gebe weiter in die nächste Runde. Alles klar, super.
Dann mache ich das gerade mal hier fertig alles. Ab. Ich muss gerade hier nur die Uhren entsprechend drücken, dass wir da kein Durcheinander hinkriegen. Letztens hatten wir nämlich einmal ein gewisses Durcheinander. Gar nicht so viele Menschen dabei, ne? So, jetzt hörst du mich wieder gut, ne? Ja. So, Wechsel 4. Ja, das ist da, genau da sehe ich halt einen großen Unterschied, dass ich glaube, dass ihr bei den Schenkergemeinschaften sozusagen immer so denkt, dass ihr am Ende darauf hinaus wollt, dass der Mensch das geistige Wesen ist, das mit Vernunft und Verstand und Verantwortungsbewusstsein und Sinnorientiertheit die Dinge durchdenkt und jeder Sache seinen richtigen Platz an der richtigen Stelle zuordnet und so weiter. Aber genau das teilen wir Naturwissenschaftler nicht, ja, weil wir sagen, der Mensch ist nicht in erster Linie ein Denklebewesen und ein sondern wir können auch einfach nur leben und die Bonobos zum Beispiel denken nicht den ganzen Tag nach, sondern leben und genießen das Leben und ihre Friedlichkeit, ihre Pazifismus und ihr liebevolles Miteinander umgehen, ihre Abwesenheit von Eifersucht, von rivalen Tendenzen, von Aggressionen, diese ganze Abwesenheit, die liegt schon in ihren Genen begründet. Darüber brauchen die gar nicht zu diskutieren, darüber brauchen die gar nicht nachzudenken, weil das steckt in ihren Genen und ihre Gene sorgen dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Und darüber brauchen sie dann nicht zu sprechen. Wenn, dann sprechen sie... Wechselwunsch. Ja, wenn, dann würden sie über andere Dinge sprechen. Also man kann ja sein Denken und Sprechen auch für nützliche Dinge verwenden, wenn man sie nicht für die sozialen Störungen braucht, die es dann nicht gibt. Ja, also Wechsel, und zwar Wechsel 5, Sekunde. Wechsel 5. Moment. Dauert. So, du kannst loslegen. Wechsel 5. Ja. Also so diese Haltung, einfach leben und dann einfach machen oder nee, ich sag's jetzt mal, wie du es jetzt, glaube ich, gesagt hast. Dieses einfach leben. Also ich glaube, das kann gefährlich sein, wenn es sozusagen unüberlegt beziehungsweise vielleicht willkürgesteuert ist und so eine nebulöse Geschichte halt ist, ne? Wechselwunsch und insofern halte ich da, sage ich mal, die klareren Strukturen für besser, das Geistige klare als irgendwelche nebulösen Sachen, wo man nicht genau dies durchschauen kann. Wechsel. Ja. Wechsel 4. Jetzt müssten mich wieder alle gut hören. Ja, also genau das ist der Punkt, der ja auch bei dem letzten Plenum deutlich wurde, dass nämlich ihr zum Beispiel auch den Liebesgefühlen der Menschen nicht so absolut traut, während wir Naturwissenschaftler sagen, wenn wir die vorteilbringenden Irrtümer einmal raus haben aus den Köpfen, dann können wir der Natur des Menschen wieder vertrauen und wir brauchen in all diese Dinge dann nicht mehr eingreifen. Die sollen genau so laufen, wie sie der genetischen Natur des Menschen entsprechen. Wir wollen in seine Natur gar nicht mehr eingreifen. Während die Schenkergemeinschaften so eine Tendenz haben, immer doch da auch gerade was das Liebesleben anbetrifft, immer darüber nachzudenken, zu reflektieren und im Zweifelsfalle auch regulierend oder steuernd einzugreifen, was uns Naturwissenschaftlern gar nicht gefällt, sozusagen. Und da würden wir wieder sagen, da ist ein Irrtum, also wo irre ich, wo du, da ist aus unserer Sicht in den Schenkergemeinschaften ein Irrtumskonzept drin und das vermuten jedenfalls die naturwissenschaftliche Perspektive, dass ihr dort regulieren wollt, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Wechsel?
Wechsel 5. Ja, kann losgehen. Ja, also ich würde es nicht regulieren nennen. Ich würde es eher achtsames Aufpassen, dass man nicht in eine Richtung rutscht, in die man nicht rutschen sollte. Wechselwunsch. So würde ich es eher nennen, und dass man einfach da in der Klarheit, in der geistigen Klarheit ist und bleibt mit dem, was man tut, und sich nicht auf dieses jetzt lebe ich einfach und lass mich freien Lauf und das wird schon durch meine Gene. So, ne? So sehe ich das. Wechsel. Ende, ja. Wechsel 4. Ja, und wie wäre das zum Beispiel? Nehmen wir mal an, jetzt eine Frau kommt in eine Gemeinschaft und es entsteht dort eine homosexuelle Liebe zwischen zwei Frauen oder diese Frau will dann vielleicht auch bisexuell leben, also in Liebe mit einem Mann oder mehreren Männern und mit einer Frau oder zwei Frauen oder so. Seht ihr da Redebedarf? Weil wir würden da jetzt erst einmal keinen Redebedarf sehen. Wechsel? Ja, Wechsel 5. Ja, gern, jetzt. Also ich würde da keinen Redebedarf sehen, wenn die anderen da keinen Redebedarf sehen. Also Sexualität, sich gegenseitig mit Sexualität beschenken, da sehe ich jetzt keinen, also ich sehe da kein Problem drin. Wechsel. Mhm. Wechsel 4. Ja, wie gesagt, also ich wollte hier damit noch nur mal so ein paar kleine grundsätzliche Dinge, wo wir uns gegenseitig sozusagen der Meinung sind, dass wir uns irren. Das liegt auch in diesem Bereich und in einer grundsätzlich anderen Stellung zum Denken und zum Reflektieren und zum verantwortlichen Steuern, und das ist bei der Schenkergemeinschaft ein sehr großes Thema, und bei uns ist es eigentlich nur, dass wir sagen, wir wollen nur so lange denken, bis wir die Irrtümer draußen haben. Deswegen werde ich auch jetzt dann in der nächsten Zeit einfach mal ein Standardbeispiel eines vorteilbringenden Irrtums aus der bekannten Fernsehserie, ihr kennt ja alle den Tatort, den ganz berühmten Krimi in der ARD, und die Parallelserie im MDR, dazu ist Polizeiruf 110, aus dem werde ich gleich nachher, dann wahrscheinlich in der nächsten Runde, einen ganz zentralen, vorteilbringenden Irrtum schildern, um nochmal deutlich zu machen, was eigentlich Irrtümer sind, die wir rauswerfen müssen aus unseren Gehirnen. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Ja. Ja, also warum sollte man auf diese Geisteshaltung verzichten wollen, wenn man schon jetzt so weit gekommen ist und seinen Geist so klar bekommen hat, von allen vorteilbringenden Irrtümern befreit? Warum soll man nicht auch mit dieser Geistesquelle oder mit dieser geistigen Basis als Steuerung weiterleben? Warum, ne? Also wenn das dann auch vielleicht sehr erfüllend sein kann, weil man ja eben so befreit ist von den vorteilbringenden Irrtümern, warum dann auf irgendwelche Schienen, die jetzt, sag ich mal, weniger geistig oder nebulöser vielleicht sein könnten? Wechsel. Ja, Moment. Wechsel 4. Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, Öffi, wir haben mal gesprochen darüber, dass wir natürlich uns um Überbevölkerung kümmern müssen, dass wir eben nicht wollen, dass der Mensch ist ja sozusagen eine entgleiste, durch sein Wirtschaftssystem eine entgleiste Art mit einer dramatischen Überbevölkerung und einem Versagen aller natürlichen Geburtenverhinderungs- und Kontrollmechanismen.
Und da hatten wir mal besprochen, dass also Öffi ja auch dann auch so gesagt hat, dass es so etwas wie die verantwortliche Fortpflanzungsentscheidung in den Schenkergemeinschaften geben solle. Während wir dann halt sagen, wenn wir einmal die vorteilbringenden Irrtümer aus den Gemeinschaften raus haben und die Gemeinschaften sozusagen einem Naturzustand sich wieder annähern, dann können wir uns aus all diesen Entscheidungen, wer will, wie viele Kinder kriegt und alles, völlig raushalten, weil dann wieder die Genetik des Menschen seine natürliche Steuerung übernimmt und wir brauchen nichts zu steuern, was von Natur aus richtig gesteuert ist. Ne? Wechsel. Ja, Wechsel 5. Ja. Ach nee, du musst dir Konto vom Öffi holen, wenn er dir was okay. gibt. Klar, immer. Okay. Wechsel 2? Wechsel 2, genau. Also im Prinzip könnte man das jetzt ähnlich beschreiben. Wenn in den Schenkergemeinschaften die vorteilbringenden Irrtümer abgebaut sind und die Leute sich nur noch beschenken und nicht gegenseitig ihre Leistungen abrechnen oder ihre Liebesleistungen vergleichen, abrechnen, wie auch immer, ne, sondern wenn das, sag ich mal, im schenkenden, sinnvollen Zusammenhang ist, dann ist es in dem Idealzustand auch so, dass es eben mit der Verantwortung verbunden ist, wo dann auch genau die Kinder dann richtig gezeugt werden oder eben nicht. Ne? Aber das ist jetzt halt so ein Ideal, ne? Das ist so ein Idealzustand und wo die Dinge dann in passender Balance alle zueinander stehen können. Wechsel. Ja, Wechsel 4. Jetzt muss ich mir gerade nochmal sammeln. Ich wollte sagen, ich habe gerade habe ich wieder, ich hätte es aufschreiben müssen, wieder ist gerade mir was weggegangen. Wenn ihr wieder noch mal was sagen wollt. Ach so, ja, nee, ich hab's, glaube ich. Nein, ich hab's, Wechsel 4. So. Also, das ist wieder ein Beispiel, wo wir Naturwissenschaftler ja sagen, dass die Schenkerbewegung und die Schenkergemeinschaften da einen vorteilbringenden Irrtum aus den Sozialsparten ja mittragen, nämlich dass sie sozusagen denken, dass der Mensch in den Gemeinschaften lernen könne, selbstlos zu schenken und das halten wir Naturwissenschaftler ja nicht für möglich. Und jetzt nur ein Hinweis an dich, Helga. Ja. Du könntest jetzt zum Beispiel fragen, wie sich das verhält mit dem vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten. Du kannst auch dir auch Fragen beantworten lassen in deiner Zeit. Ansonsten. Nenne mir also jetzt alleine die Ausdrucksweise vorteilbringender Irrtum, sagt ihr, ne? Was ist das denn? Sag mir doch mal einen vorteilbringenden Irrtum. Ja. Reicht es dir, wenn wir das in der nächsten Runde dann okay. ausführlich machen oder soll ich dir jetzt mal einfach kurz einen schildern? Ja, in deiner Zeit. Mach mal euer Programm weiter. Ja. Okay, dann könnte ich Wechsel 2 sagen. Ja, Moment. Ja, Wechsel 2. Also ich glaube nicht, dass unsere Gene eben was anderes jetzt sagen, als dass wir zum Denken fähig geworden sind, zu dieser Art von Denken und Sprechen. Das wird seinen genetischen Rückhalt haben, diese Art, wie wir Menschen jetzt so sind. Aber ich sag mal auch ein paar andere Punkte. Also ein Mensch, der so geistig erwacht, der wird sich nicht mehr abschalten. Auch nicht, um dann von sexuellen Motiven geleitet irgendwie zu funktionieren, wie ein nicht denkender und sprechender Bonobo-Stamm. Kann ich mir nicht bei bestem Willen nicht vorstellen, dass ein Mensch, der sich seiner geistigen Fähigkeit bewusst wird, so eine Entscheidung treffen will oder treffen wird. Aber ich sehe auch insofern keine Unvereinbarkeit,
dass du ja, Dylan, für dich oder für die Naturwissenschaften sagst, man braucht da nicht mehr denken und sprechen, weil es funktioniert schon automatisch richtig. Da gehe ich von aus, dass du eben meinst, es funktioniert automatisch verantwortlich, also dass da eben jetzt nicht ein Scherbenhaufen angerichtet wird durch schädliche Folgen. Dann können die, die meinen, dass sie das Denken dafür brauchen, können mit dem Denken schauen, wie es aussieht mit der Vermeidung schädlicher Folgen und der verantwortlichen Entwicklung. Die anderen können sagen, bei uns funktioniert es automatisch. Ich bin mir sehr sicher, dass dabei auch dann deutlich werden wird, ob das übereinstimmend so auf verantwortliche und unschädliche Weise funktioniert. Wenn nicht, muss man sowieso korrigieren. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Leute sich nicht in Anführungszeichen beißen werden oder man nicht da gemeinsam auch in so einer Richtung agieren könnte, der unschädlichen, verantwortlichen Lebensweise. Man kann das als einen Aspekt oder eine Seite des gemeinsamen Vorwärtsexperimentierens betrachten, aus meiner Sicht. Also man muss sich da gar nicht groß im Wege stehen, sondern kann Kräfte bündeln, nach vorne agieren. Und das ja auch, also wir reden ja darüber auch, also jetzt den Kommuneversuch Köln-Süd, also wo, wie ich hörte, Helga da Interesse dran haben könnte. Also diese oder andere Kommuneversuche, die wir haben, man kann das ausprobieren und kann selbst für sich herausfinden, inwiefern kann man ein erfülltes, verantwortliches Leben führen, mit oder ohne Denken. Ende. Ja, Helga, jetzt hättest du noch die letzte Möglichkeit, deine Zeit nochmal zu beanspruchen, wenn nicht, jetzt in die nächste Runde. Ja, ja. Also ich würde halt gerne nochmal so ein Beispiel haben, ne, aber das ist ja in der nächsten Runde dann vorgesehen. Genau. Okay, alles klar, ich höre weiter zu. So, Sekunde, es dauert jetzt eine Sekunde, bis ich alle Uhren wieder genau so eingerichtet habe, dass es zu keinen Missverständnissen kommen kann. Weil wir hatten auch schon mal, dass jemand dann zweimal geredet hat in seiner Zeit, weil wir den Überblick dann verloren hatten über die Zeitkonten. So, jetzt stehen alle auf 9 und jetzt ist alles in Ordnung. Ja, wir beginnen die nächste Runde und ich sage mal Wechsel 4. Ihr hört mich alle gut, ja? Ja, glaube ich schon. Ja. Wechsel 4. Ja, also überall da, Helga, wo wir jetzt uns nicht einer Meinung waren, sagen wir eigentlich, wo irr ich, wo du? Also ich sage damit, dass ich meine, dass die Schenkerbewegung an diesen Punkten irrt. Und die Schenkerbewegung sagt eigentlich, dass wir Naturwissenschaftler uns irren, wenn wir manche Dinge so sehen, wie wir sie sehen. Und eigentlich müsste ich jetzt, hätte ich noch dazu sagen müssen, aus welcher Sparte aus unserer Sicht diese Irrtümer resultieren, weil wir ja immer unterstellen als Naturwissenschaftler, dass Irrtümer hauptsächlich von großen Berufsgruppen oder gesellschaftlichen Sparten abstammen und die uns durchmanipulieren, so dass die Sparten profitieren, wir aber verlieren. Und dafür will ich jetzt ein Beispiel machen. Ganz anderes Beispiel. Das ist auch immer besser, erstmal ein Beispiel zu machen, das uns allen fremd ist, weil man dann nicht so persönlich betroffen ist von einer Sache. Also, es ist eine wunderbare Krimisendung, Polizeiruf 110, weil ich mich ja im Moment manchmal so mit Krimisendungen tröste über diese schreckliche Gesellschaft hier. Und da war es so, da war eine Ruhestörung in einem Krawallnix-Haus, also so typische Krawallnix, linkskriminelle Aktivisten, die brutale Ruhestörung machen und dann kommt die Polizei. Und die Polizei ist die gehört zur Sparte innere Sicherheit und die können nur dann am meisten Karriere machen, wenn mehr Straftaten los sind. Also stell dir mal vor, wie viele Leute noch Karriere machen könnten, wenn die Gefängnisse leer wären, dann könnten Gefängniswärter keine Karriere mehr machen. Wenn die Richter alle nur noch leere Tische hätten, weil sie so weise Recht gesprochen haben, dass die Täter alle in einen ordentlichen, also sich anständig wieder benehmen und eine anständige Lebensweise führen, dann hätten Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte kaum noch Arbeit sozusagen. Ja? Und genauso die Polizei. Und deswegen entwickelt die Polizei auch typischerweise, das sieht man dann in den Krimis immer so schön, bestimmte Polizeiphilosophien, wir nennen sie ja vorteilbringende Irrtümer, wodurch die Polizei völlig falsch vorgeht, aber genau immer so vorgeht, dass sie noch mehr Beamte braucht. Also dass sie noch mehr Personal braucht, sodass dann der ältere Polizist, Vorgesetzter, der neue
gesehen werden muss. Und das ist ein typischer vorteilbringender Irrtümertum der Sparten innere Sicherheit, und den schildere ich jetzt mal. Da war es also so gewesen, dass die Polizisten anstatt mit als zwei Polizisten zwei sichere Schusspositionen bei diesem Krawallnikshaus einzunehmen und zu sagen, hier Leute, ich fordere euch auf, die Musik leiser zu treten, und wenn ihr das nicht macht, werden wir mit Schalldämpfer-Schusswaffen eure Musikanlage zerschießen, wenn ihr Widerstand gegen die Staatsgewalt leistet. Und mit der Flüstertüte hätten sie die Leute ansprechen können, und dann hätten die Leute entweder die Musik leiser gedreht. Und in dem Film war es dann so, dass die Leute dann die Musik doppelt so laut aufgedreht haben, um die Polizei zu provozieren und so weiter. Aber in dem Fall hätten dann die Polizisten die Musikanlage einfach zerschossen. Und dann wäre auch kein Problem entstanden, weil, und man hätte auch nicht mehr Polizisten anfordern müssen, denn niemand hätte sich gewagt, auf die zwei bewaffneten Polizisten mit ihren Schalldämpferpistolen diese zu versuchen zu anzugreifen. Aber in dem Film wurde es so geschildert, wie es realistisch ist, nämlich, dass durch die Irrtümer, die die Polizisten im Kopf hatten, sind die Polizisten dann hingegangen, haben angefangen, mit den Leuten zu rangeln um das Drehen des Lautstärkeknopfes, haben die Krawallniks, die Polizisten, angefangen mit Flaschen zu bewerfen und dann mit Stöcken zu malträtieren. Die Polizisten haben natürlich verzweifelt Hilfe gerufen, so nach dem Motto, wir brauchen noch 50 weitere Polizisten hier vor Ort, ja. Und dann war also ein riesen Krawall, in dem Ganzen wurde dann auch ein Polizist erschlagen von den Krawallniks und so weiter, und dann erschossen und so weiter. Das spielt aber alles keine Rolle. Das Entscheidende ist, dass die Polizisten den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hatten, die Polizeiphilosophie. Bei solchen gefährlichen Partyleuten, dann ist es besser, hinzugehen, sich im Zweifelsfall verprügeln zu lassen, mit Flaschen und Rohren malträtieren zu lassen, weil denn dann ist die Gesellschaft bereit, 50 weitere Polizistenstellen zu bewilligen, die dann kommen müssen. Die kommen dann und machen die Rauferei mit, anstatt dass durchgegriffen wird mit zwei Beamten. Also man hätte das ganze Problem mit zwei Beamten, die hart durchgegriffen hätten, hätte man das Problem lösen können. Und so hat man dann 50 Beamte beschäftigt. Und das ist ein typischer vorteilbringender Irrtum, weil daraus nämlich jetzt ideale Karriere- und Aufstiegschancen für Polizisten entstanden sind, weil sie quasi wie Volltrottel in eine lebensgefährliche Situation reingestolpert sind aufgrund ihrer Polizeiphilosophien, ihrer vorteilbringenden Irrtümer, die völlig ineffizient waren, sich als Prügelknaben der Krawallniks angeboten haben, anstatt als Respektpersonen. Und dadurch wurden sie dann zum Opfer des Ganzen. Das ist ein Musterbeispiel eines vorteilbringenden Irrtumswechsel. Ja, vielen Dank, habe ich verstanden. Ja, super. Du kannst auch gern was dazu sagen, wenn du möchtest. Du hast Zeit. Ja, ich weiß, aber ich höre weiter gerne zu. Also ich kann dazu weiter noch nichts zu sagen. Ja, alles klar. Ja, das war aus dem Fernsehen, und jetzt habt ihr ja wieder Zeit, was zu sagen. Vielleicht auch, um nochmal, für euch auch mal ein Beispiel noch eines vorteilbringenden Irrtums zu machen, denn da sind ja auch bei uns noch Unstimmigkeiten, gell? Janik, hörst du mich? Ja, ich kann mich nicht wegweisen. Ja, ich höre dich auch, aber Öffi wird, glaube ich, jetzt gerade ansetzen. Ja, das wäre dann Wechsel 2. Warte mal, im Hintergrund läuft irgendwo noch Ton. Achtet drauf, dass im Hintergrund nicht noch was läuft. Also, Wechsel 2, ja? Ja, also vorteilbringende Irrtümer heißt ja, dass man denkt, etwas ist gut. Gut, weil man so kurzsichtig darauf schaut, was weiß ich, nehmen wir Zuckerkonsum. Der einzelne Bürger denkt, das tut mir gut, weil es schmeckt doch gut. Ist im Moment, im Augenblick, ist es ein scheinbarer Vorteil, langfristig gesundheitsschädlich. Der Händler könnte sagen,
ist doch toll, wenn ich hier Geld verdiene mit Zuckerprodukten. Die Leute freuen sich, ne? Die wollen das haben. Ist bestimmt auch nicht so schlimm, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Verkauft das Zeug, könnte bei Alkohol und anderem ähnlich gesehen werden. Und in Wirklichkeit richtet er Schaden damit an. Er vergiftet sozusagen seine Konsumenten, seine Kunden. Es verbindet sich solche Irrtumseinstellung beim Zuckeresser genauso wie beim Zuckerhändler. Und im Ganzen wird Aufwand getrieben, Arbeit gemacht für Schaden anrichten. Ja, und der Dylan sagt ja auch immer, führt das zurück auf den ersten Händler, der hingegangen ist und hat geguckt, wie viel kann ich einfach Profit draus machen, ohne weiter zu gucken. Ne? Also wenn ich mit dem Zuckerprodukt Profit machen kann, ja, ist doch toll. Dann gucke ich auch nicht auf die weiterreichenden oder tiefer sitzenden Schäden, die da mit verbunden sind. Da sage ich immer als Alternativbeispiel, dass diese Tauschhändler, die sind in der frühen Menschheit auch aufgekommen, als die Leute nicht mehr so in familiären oder Sippenverbundenheiten standen. Also Forscher sagen, getauscht wurde mit Fremden und Feinden, weil mit den Leuten in der eigenen Familie oder im eigenen Stamm fühlte man sich so als Einheit, dass man einfach geben konnte ohne Gegenleistung, im Vertrauen, man kriegt selber auch so gegeben, was man braucht, wenn es dran ist. Und dass man, sage ich jetzt auch mal, dann natürlich ein Stück weit nicht so auf den Augenblicks-Schacherprofit orientiert war, sondern sich mehr in den anderen Menschen auch hineinversetzen konnte, wie geht's dem denn, was braucht er denn, so als Ganzes, auch als Mensch, weil dann ist man ja auch am ganzen anderen Menschen interessiert und nicht nur am Profitobjekt. Okay, das zu den Vorteilen bei den Irrtümern. Zu dem anderen, also ich sagte ja schon das Entscheidende in meinem Vorbeitrag, der Mensch kann aus meiner Sicht gar nicht mehr verantwortlich handeln, ohne zu denken, und jemand, der es kann, wird es nie mehr aufgeben. Aber man kann ja in der Richtung gemeinsam experimentieren, wenn man da so Kommunen dann bildet, ja, welche Motiviertheit der Menschen führt zu welchen Ergebnissen. Ich glaube, dass man vielfältige Irrtümer überwinden kann durch solches freiwillige, begeisterte Verantwortungsdenken, also wo man seine Vernunftseele mit solchem Denken identifiziert, und dass da eben gar keine Probleme entstehen werden. Konflikte wird man so gut lösen wie jedenfalls anders sonst nicht, und Freiheit wird ein hoher Wert sein, also wo es nicht schadet, wird man sich gegenseitig alle möglichen Freiheiten eröffnen sogar, nicht nur lassen, sondern eröffnen. Und das wird auf jeden Fall auch mit erfüllendem Sexualleben und vielfältigem, ja, freudvollem und lustvollem Zusammenleben dann verbindbar sein. Also jedenfalls wohl besser als irgendwie anders. Und das kann man gerne aber in den Experimenten dann herausfinden. Wechsel 4. Ja, ich werde in der nächsten Runde werde ich darauf eingehen, weil ich dann erst wieder Konto habe und Zeit habe, darauf einzugehen, dass es bei der Arbeit im Plenum, bei der Gemeinschaft natürlich immer darauf ankommt, welcher Irrtum, welcher vorteilbringende Irrtum, der aus einer fremden oder der eigenen Berufssparte stammt, ist gerade in dem Verhalten in der Gemeinschaft gerade jetzt aktiv ist. Ist es ein vorteilbringender Irrtum einer Gesundheitssparte, einer Sozialsparte, einer Nahrungssparte, einer Zuckersparte oder was auch immer? Und das ist dann der entscheidende Punkt, Helga, dass es immer darauf ankommt, was ist dann gerade im Hier und Jetzt, welcher Irrtum ist gerade aktiviert worden im Gehirn eines Gemeinschaftsmitgliedes und führt zu irgendwelchen Irritationen. Ne? Und dann können wir an ihm arbeiten und ihn versuchen rauszuwerfen. Jetzt hat also der Yannick, kann ja noch an Öffi Zeit geben, wenn er das möchte. Also ich habe jetzt kein Konto mehr. Ne? Ja, dann gebe ich mal gerne an Öffi meine Zeit ab. Der Öffi ist doch schon wunschlos glücklich und zufrieden. Ich habe doch schon alles gesagt. So. Wir können auch also einfach die nächste Runde eröffnen. Natürlich, wenn niemand was dagegen von mir aus hat. Gern. Von mir aus gern dann. Wenn ja, Helga, du auch? Abgeben in die nächste Runde? Oder sind ja Fragen aufgetaucht? Ja, ist in Ordnung. So, dann mache ich das. Moment. Alles wieder startbereit. Ja, wir sind bereit für die nächste Runde. Wechsel 4. Ja, das war jetzt der entscheidende Punkt, Helga. Ich hoffe, du hörst mich gut. Dass man
Wir reden jetzt so ein bisschen theoretisch über Irrtümer. Aber jeder dieser Irrtümer kann auch in einer Gemeinschaft, in einer bestimmten Situation eine Rolle spielen. Ich mache mal ein Beispiel. Der Nahrungsirrtum zum Beispiel. Die Nahrungssparte hat sehr früh in der Evolution eine große Gewinnmöglichkeit gehabt, wenn sie den Menschen ihre liebevolle Sozialform, ich habe es ja heute Mittag erwähnt, 150 Individuen, weggeredet hat. Und wenn dann ein Händler zum Beispiel hingegangen ist und so, oh, ist ja schlimm, eure Großgruppen, ihr lebt da in Großgruppenfamilien von 150 Leuten, das ist ja alles ekelhaft und widerlich, da ist ja so viel, da werden so viel Umarmungen getätigt, so viel Zärtlichkeiten, da wird so viel geschmust und dann auch noch öfter Sex und so weiter, das geht ja gar nicht. Ja, hört doch mal auf damit, ne? Das ist ja ekelhaft. Ja, und wenn so ein Händler sowas erzählt hat, dann fehlte den Leuten natürlich dieses glückliche Sozialleben und dieses Großgruppenleben, weswegen wir heute ja so viele einsame, depressive, unglückliche, einsame Menschen haben. Ja, und dann kaufen die aber tatsächlich ihm mehr Produkte ab. Heute kaufen unglückliche und einsame und depressive Menschen im Durchschnitt mehr Alkohol, mehr Zucker, mehr Süßigkeiten, mehr Medikamente und mehr Psychopharmaka und andere Dinge, ja. Und das ist ein ganz großes Problem sozusagen. Und aber entscheidend ist jeweils dann, es gibt ja auch ganz andere vorteilbringende Irrtümer, die zum Beispiel zu rechthaberischen Verhalten, zu aggressiven Verhalten hinsteuern. Und dann muss man immer in der Gemeinschaft und im Plenum immer darauf ansprechen, wo irre ich, wo du, also sozusagen, oh, ich glaube, da ist bei dir gerade ein vorteilbringender Irrtümer der Sparte XY aktiv, der führt dazu, dass du davon ausgehst, dass du immer Recht hast und alle anderen zum Beispiel Unrecht haben, dadurch kommt es zu unauflösbaren Spannungen zwischen euch und daran müssen wir jetzt arbeiten, ne, an diesem Thema. Und so ist der zwischen diesen theoretischen vorteilbringenden Irrtümern im Außen ist dann da die Brücke in der Gemeinschaft zu dem Wirken dieser Irrtümer in unserem Inneren. Ne? Und aber das können wir jetzt deswegen nicht so gut simulieren, weil wir, die wir jetzt alle hier sind, alle noch nicht an einem Fleck zusammenwohnen und dadurch dann auch nicht so ganz konkrete Konflikte mit dem gerade wirkenden, vorteilbringenden Irrtümer quasi so in live nicht direkt jetzt hier haben. Denn der Jannik ist gerade in Berlin, der Diplom-Theologe Jürgen Wagner Öff ist gerade in Stadtallendorf, gehe ich aus, in Hessen. Ich bin gerade in Köln und Helga, du bist, glaube ich, noch mal im ganz anderen Ende von Deutschland, ne? Ja, ich bin Fischerhude bei Bremen. Ja, bei Bremen, ne, siehst du. Aber erst, wenn wir jetzt vier alle in einer Gemeinschaft, in einem Raum zusammensitzen würden, dann würden sich nach und nach irgendwelche Dinge äußern, in denen oft bestimmte vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten beteiligt sind und mitwirken und zu einem unglücklichen, stressigen Miteinander führen. Und daran würden wir daran rangehen, welche Irrtümer könnten hier wirken. In mir wirken, in dir wirken, in den anderen wirken und so weiter. Und so kommen wir dann an die Sachen, jedenfalls aus Sicht der Naturwissenschaften, an die Sachen ran. Und da gibt es auch einen gewissen Konsens mit der Schenkerbewegung. Aber ich mache erst jetzt einfach mal nur erstmal so viel Wechsel. Vielleicht, dass die anderen was sagen können. Ja, vielleicht die Frage an euch, Öffi, noch mal ganz kurz an euch. Wie seht ihr das mit dem der Bearbeitung der Konflikte? Seht ihr das ähnlich wie wir Naturwissenschaftler oder wie seht ihr das? Ihr habt ja alle volle Konten, ne? Er redet da immer von sich.
Ja, von mir aus Wechsel 2. Ja, Wechsel 2. Ich bin der Ansicht, dass Konfliktkultur das Entscheidende ist und dass wir da tolle Methoden haben, auch in Schenker-Bewegung. Diese Methoden für die Innenarbeit und fürs Miteinander, also da die freie Argumentekultur und die gewaltfreie Kommunikations- und Konfliktkultur und die Idee der Einübung eines fundierten Konsenses. Also das sind tolle Methoden. Das einzige Problem, was ich da sehe, ist, dass sie bisher eben ja von den meisten Menschen eben nicht angewendet werden wollen, weil die lieber auf andere Weise streiten. Sie wollen die Durchsetzung ihrer kleinen Splitterinteressen nicht unterwerfen unter ein gemeinsames, vernünftiges Denken, was für alle gut ist. Ist ja auch klar. Da könnte man ja nicht so weiterleben. Man könnte nicht als Rädchen im Getriebe eines Staates sein, der einen nicht fragt und der zwar eben bestimmte Konsumvorteile liefert, aber auf Kosten eben der Verantwortlichkeit, indem man weltweit an ungerechten Kriegen und Naturzerstörung beteiligt ist. Könnte man alles nicht machen, wenn man bereit wäre, die Augen richtig aufzumachen dafür, was im Ganzen vernünftig und gut ist. Also will man es nicht und ist eben auch nicht interessiert an Argumente oder Konfliktklärungsbühnen, wo das so durchgeführt würde. Die Methoden sind toll, die Menschen wollen ihre schädlichen Splitterinteressen verfolgen, statt einer Klärung der vernünftigen Gemeinwohlstrategie. Ansonsten, ich bin damit glücklich und Yannick und ich und andere, wir brauchen auch gar nicht direkt zusammen sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit diesen Methoden, wenn wir da irgendwo ein Problem hätten, also solange wir von Herzen da begeistert sind, solche Methoden dann anzuwenden und damit Ergebnisse zu bekommen, Problemlösungen zu bekommen, solange wird das alles spielend leicht möglich sein. Ja, das wär's. Wechsel 4. Ja, genau. Also wir sind zwar jetzt nicht an einem Fleck und dadurch können bestimmte Irrtümer nicht so aktuell angesprochen werden, aber trotzdem, Helga, vielleicht für dich als Information, wir sind schon ziemlich auseinander. Also dieses wo irre ich, wo du, wir haben hier viele einzelne Punkte, wo ich also immer wieder mal gesagt habe, da sage ich aus naturwissenschaftlicher Sicht, dass da die Schenkerbewegung zu stark von bestimmten Sparten der Gesellschaft beeinflusst sei. Und das eine Beispiel, was ich vorhin angedeutet hatte, war das mit den Sozialsparten. Das ist ja sozusagen unsere Kritik an den Schenker-Gemeinschaften, dass wir glauben, der Gedanke, dass der Mensch ein völlig selbstlos und ohne Gegenleistung schenkendes Lebewesen sein könnte, das halten wir aus unseren naturwissenschaftlichen Analysen für absolut unmöglich. Das halten wir für einen vorteilbringenden Irrtum, und zwar der sogenannten Sozialsparten. Denn die Sozialsparten, das sind all die Berufsstände, die an Arbeitslosen, Obdachlosen oder scheiternden Dingen jedenfalls große Karrieren machen können, weil sie in der Betreuung und Verwaltung dieses Elends leben und arbeiten. Und dass dann da werden sehr viele Irrtümer ausgestreut, die zu Gesellschaftsexperimenten führen, die gar nicht funktionieren können, die Natur des Menschen quasi überdehnen und überstrapazieren. Und da kommt es dann letztendlich dazu, dass diese Projekte dann typischerweise scheitern und insgesamt mehr Armut und mehr Not entsteht als vorher, weil zum Beispiel dieses idealistische, selbstlose, selbstuneigennützige Schenken, zum Beispiel, wenn das dann nicht funktioniert, gibt es am Ende nur ein zusammenbrechendes System. Das ist so unsere These. Ja, aber ich habe leider keine Zeit mehr für diese Runde, aber alle anderen haben noch munter Konto. Ihr könnt also noch munter was sagen. Ja, also ich bin ganz inspiriert und ich finde es auch interessant und denke da jetzt erstmal auch drüber nach. Ich werde da mit meinem Freund wahrscheinlich auch noch drüber diskutieren. Aber in der Runde habe ich jetzt, glaube ich, wüsste ich jetzt erstmal nicht, was ich dazu sagen sollte. Okay. Yannick, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich hab grad gar nichts. Ah, hast grad nichts, ja. Öffi, hast du noch was für diese Runde? Nee. Nix. Ja? Sollen wir einfach die nächste Runde starten? Na klar. Gut, alles klar. Ja, alles ist bereit. Wechsel 4. Ja, Helga, das war jetzt quasi so das Problem. Ich habe ich ja geschildert, wenn wir jetzt alle zu viert an einem Ort wären oder zu fünft oder zu sechst, ja, ja. Dann würden bestimmte Konflikte auftauchen, indem wir das Wirken bestimmter vorteilbringender Irrtümer in Aktion quasi erleben könnten, was dann zum Beispiel eine Konfliktklärung und Konfliktbearbeitung, da gibt es glaube ich keinen so großen Unterschied zwischen den Schenker-Gemeinschaften und bei uns. Wir haben eine ähnliche Vorstellung davon, wie gründlich wir Konflikte bearbeiten sollten, ne? Und wie sorgfältig und wie nachdenklich und erforschend. Bei uns heißt das ja vorteilbringende Irrtümerabbautechnik und vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, VIAT. Das ist ja das. Aber auch so, ich kann es nur mal so berichten, dass auch in den letzten 3 Jahren, die wir jetzt miteinander sprechen, es sind glaube ich sogar mehr als 3 Jahre, jeden Samstag miteinander sprechen, ist es letztendlich so, dass wir trotzdem, wir oft ja nicht eben an einem Fleck sind, haben sich doch schon viele Unterschiede in unseren Sichtweisen gegeben. Ich mache mal nur ein anderes Beispiel jetzt am Rande. Wir haben schon mal sehr diskutiert über unsere Stellung zum Pazifismus und zum Krieg, weil das ja ein aktuelles Thema ist. Und da ist es so, dass wir Naturwissenschaftler ja ganz steif und fest behaupten, dass der Mensch genetisch von seinem genetischen Material absoluter Pazifist ist, also eine Parallelevolution der Bonobos ist und damit genauso fähig zum Pazifismus wie die Bonobos. Und wir Naturwissenschaftler mussten uns dann natürlich fragen, wie konnte jetzt dieses Wirtschaftssystem aus pazifistischen Menschen kriegerische machen, zum Beispiel mit einem vorteilbringenden Irrtum, der da lautet, Moment, ich habe hier einen kleinen Fehler. Moment, der da lautet, na, so, der da lautet, angeblich hat da eine Gruppe die andere nachts überfallen und totgeschlagen und damit hat der erste Waffenhändler quasi in pazifistische Gruppen hinein den Stachel der Angst gesetzt. Oh, gibt es etwa doch Überfälle bei uns? Wir sind doch eigentlich so friedlich und dann hat da angeblich doch eine Gruppe die andere nachts überfallen und totgeschlagen. Da müssen wir uns ja jetzt Steinäxte vom Händler kaufen, damit wir es uns schützen können. Und irgendwann später, ganz viel später, hat dann eine Gruppe die andere präventiv überfallen, so nach dem Motto, wir überfallen lieber die andere Gruppe, bevor sie uns nachts überfällt und uns totschlägt. Ja? Und da war jetzt der entscheidende Unterschied zwischen uns, dass die Schenker-Bewegung den Menschen insgesamt viel gewaltfähiger und in eine Reihe mit ganz anderen Säugetieren setzt, die Gewalt kennen, aber deswegen kennen, weil sie es sich um primitivere Arten in der Evolutionshöhe handelt, während wir Naturwissenschaftler sagen, nein, die Bonobos und die Menschen sind die höchste Stufe einer Evolution hin zur Friedfertigkeit und zum Pazifismus hin und deswegen darf ich zum Beispiel die menschliche Gewalt auf keinster Weise mit der Gewalt eines Löwen oder eines Gorillas vergleichen und überhaupt nicht mit der Gewalt eines Schimpansen, weil das sind niedere Säugetierarten und nicht die höchst entwickelten Säugetierarten. Und zum Beispiel gab es da ganz große Sachen, wo ich dann sagte, ja, da ist die Schenkerbewegung, die Schenkergemeinschaften sind da teilweise noch Opfer der Waffensparten, die ihnen und uns und in der gesamten Gesellschaft einreden, der Mensch sei halt mal ein gewalttätiges Lebewesen und sei potenziell kriegsbereit, während wir Naturwissenschaftler sagen, nein, der Mensch ist genetisch eigentlich
pazifistisch und wir müssen und können es nur über das Wirtschaftssystem erklären, wenn aus einem pazifistischen Wesen ein kriegerisches Wesen wurde und wir müssen die Behebung der Probleme dann auch einmal am Rausschmeißen der vorteilbringenden Irrtümer sehen für die Kommunen und die Gemeinschaften, auf der anderen Seite in der politischen Lösung auch an der Änderung des Wirtschaftssystems sehen, ja? Und so sieht man, wie dann also ganz munter über Unterschiede bei uns diskutiert wird und wo wir uns gegenseitig ansprechen, ja, ich glaube, da irrst du, weil. Ich glaube, da irrst du, weil. Und das ist also, wir können hier schon samstags durchaus einiges machen, auch wenn wir nicht an einem Fleck sind. Ne? Wir können sehr viel üben in Richtung Irrtümerbearbeitung. Wechsel? Ja, was meint ihr anderen dazu? Wechsel. Ja, wenn kein anderes sagen will, kann ich mal wieder sagen, Wechsel 2. Ja, läuft. Stichwort, wir können auch aus der Ferne schon einiges Gutes miteinander anfangen. Ich hatte ja gesagt, also ich glaube, es ist toll, dass wir Menschen denkende und sprechende Wesen sein können. Wir werden unsere großen Probleme nicht ohne die Anwendung dieser Fähigkeit lösen können. Deshalb versucht Schenker-Bewegung da, freiwillig gesamtverantwortliche Menschen zu bilden und in ein Miteinander zu bringen, in kommunale Experimente zu bringen. Wenn die so drauf sind, dann können sie ganz tolle Entwicklungen miteinander durchführen. Also schon aus der Ferne werden sie toll miteinander kommunizieren können, Gedanken austauschen können, sich in der Weisheit weiterentwickeln können, miteinander Konflikte und Probleme lösen können und so weiter. Und ich kombiniere ja auch unsere Samstalks immer gerne damit, dass ich den aktuellen Stand auch ein bisschen beschreibe. Also wozu führt mich das in der ganz nüchternen Praxis? Und was kann man da an Ergebnissen auch vorweisen, auch wenn sie jetzt klein sind und wenn nicht gleich morgen die ganze Welt umkrempeln können, aber was ist schon möglich? Und ja, da kann ich, was vielleicht auch für die Helga interessant ist, sagen, also einerseits glaube ich, wir brauchen überall Verantwortungskommunen oder Freiheitsreservate, weil um uns herum erkennbar ist, dass die Entwicklung sonst wegrutscht in digital Willkürdiktatur, hat uns die Corona-Entwicklung gezeigt, und auch kurzsichtige Naturzerstörung. Also wir Menschen sind wie die Parasiten, die hier in ihrem wilden Augenblickskonsum die Welt verheizen und dann vielleicht für die Kinder der Zukunft nichts mehr übrig bleiben würde. Das heißt also, wir sind in diesen großen Gefahren und der Ausweg wird sein, dass man solche Verantwortungskommunen oder Freiheitsreservate braucht. Weil kann man sich ganz leicht veranschaulichen mit der Frage, darf man Steuerruder in nicht verantwortliche Hände geben? Darf man nicht, also muss man die eigene Verantwortungsreife entsprechend entwickeln und Gemeinschaften bilden mit Menschen, die auch zu dieser Verantwortungsreife bereit sind. Man kann da nicht das mit allen machen, die sind ja zum großen Teil nicht so, man kann es nicht erzwingen, aber die Menschen, die freiwillig eine echte Verantwortungsreife haben wollen, mit denen könnte man auf verantwortliche Weise Kommunen bilden, also Entscheidungsgemeinschaften, dass man das Steuerruder untereinander teilen kann. Jedes Freiheitsreservat oder Verantwortungskommune, wo so ein Keimling beginnt, ist toll. Also wenn der Dillen da in Köln Süd so eine Gemeinschaft machen will oder die anderen Gemeinschaften in Deutschland, die Schenker-Bewegung aufbauen konnte, ist toll. Und wenn einer frei ist, ein Mensch frei ist und kann ganz ungebunden sich überlegen, wo geht er hin, weil das im Moment so auch das wichtigste Projekt von allen ist, da empfehle ich dann immer sehr zu Yannick und Gela und den anderen nach Berlin in das Friedenscamp oder Demokratiefürsorgecamp, weil wir brauchen so ein Alternativmodell des freien, verantwortlichen Menschen und der echten Demokratie vor den Toren der Macht, wo es sonst immer weiter wegrutscht in Richtung digitale Willkürdiktatur und Ende. Öffi, du kannst natürlich gleich dann nochmal auch die Zeit vom Yannick nutzen, aber jetzt sag ich erstmal was. Ich bin fertig. Ja, Wechsel 4.
Wechsel 4. Ja, da zeigt sich übrigens auch noch ein Unterschied zwischen der Schenkerbewegung und dem naturwissenschaftlichen Gemeinschaftskonzept. Das ist bei der Schenkerbewegung gleich auch immer sehr stark um das Retten der nächsten Generationen und der Welt und so weiter geht. Darum geht es bei uns in den politischen Lösungen, in der sogenannten Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ, GWO-Kombi. Aber wir haben uns ja damit abgefunden, dass wir diese politischen Lösungen offensichtlich nicht durchkriegen werden. Also ist jetzt gerade das Experiment ja viel, Kommunen und Gemeinschaften funktionieren auch nicht, aber vielleicht trotzdem. Ja, das ist ja gerade das Experiment, was läuft mit der Gemeinschaft Köln-Süd. Vielleicht gelingt es trotzdem, wenigstens ein paar 0, so und so viel Promille der Weltbevölkerung dazu zu bringen. Und und der Unterschied ist eben, dass es bei uns eher um dieses unser Glücklichsein jetzt in der Gemeinschaft geht, nämlich einfach die vorteilbringenden Irrtümer aus unseren Köpfen rauswerfen und erst einmal mit der Gemeinschaft Köln-Süd wirklich maximal glücklich und gesund zu leben. Das ist das direkte Ziel bei uns. Ja, jetzt könnt ihr gerne noch, Janik hat noch volles Konto, ihr könnt das noch gerne nutzen. Ich hatte ja so angesprochen, dass die Schenkerbewegung eher gleich sehr politisch ist und wir bei der Naturwissenschaft, wenn es um Kommune geht, dann gleich eigentlich nicht unbedingt so politisch sind dann. Ja, Öffi oder Janik können gerne das Konto vom Janik nutzen, die 5, ne? Ich bin fertig gewesen. Nächste Runde? Sollen wir einfach in die letzte Runde übergehen? Wenn Janik nichts sagen will, klar. Janik? Ja, gerne in die nächste Runde oder letzte Runde oder wie ihr mögt. Genau, letzte Runde für heute. So, Wechsel 4, letzte Runde für heute. Ja, ich will einfach nochmal diese Zeit heute auch nutzen, weil es ja auch darum geht, so ein bisschen in unser Plenum einzuführen, die Helga, vielleicht auch ihren Freund, soweit er zuhört oder dann mithört und so weiter. Ich mache nur nochmal, weil wir manches hier nur ein bisschen theoretischer machen können, als es dann in der Vor-Ort-Situation ist, ja. Das ist so ähnlich wie in der Gruppentherapie, kann man ganz andere Dinge, erlebt man ganz andere Dinge als in einer Vorlesung oder im Seminar. Und ich will mal nur ein Beispiel machen noch, zum Beispiel die Gesundheitssparten, ja. Das hat sich dann auch in der Forschung geklärt, dass auch diese eigene Irrtümer aussenden, das hatte ich auch heute Mittag schon erwähnt, dass ich bestimmte vorteilbringende Irrtümer meiner Sparte, der Gesundheitssparten im Studium, Medizinstudium, Psychologiestudium und so weiter, alles ausführlichst gelernt habe und dann über Jahre geglaubt habe und gar nicht gemerkt habe, dass ich mit diesen Irrtümern der Patientenschaft und der Gesellschaft gegenüber insgesamt etwa deutlich mehr Schaden als Nutzen angerichtet habe und dass das Wesen aller Sparten ist. Also jede Sparte hat bestimmte Irrtümer im Kopf und stellt dann die Welt ihres Bereiches, so nach dem Motto, wir sind die Fachleute, wir sagen euch jetzt, wie es ist, stellen die Sachen so dar, dass am Ende dann die Sparte sehr viel Geld verdient und die Gesellschaft zum Beispiel erstaunlich wenig Gesundheitsnutzen davon zurückbekommt. Denn die Sparten, die Gesundheits- und Pharmasparten, können immer nur dann am meisten Geld verdienen, wenn möglichst viele Menschen
möglichst lange und oft krank sind. Ne? Und diese Dynamik eines verrückten Wirtschaftssystems, die zusammen mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sparten, die macht alle Menschen irre, mehr oder weniger irre. Ja? Zum Beispiel haben wir das Beispiel der Arbeitsamtmitarbeiter, die eben bestimmte Ideen ausbreiten, wie zum Beispiel die Idee des Mindestlohns. Der Mindestlohn ist in der gesamten Gesellschaft bei Millionen Menschen hoch beliebt als Idee, weil in Wirklichkeit aus naturwissenschaftlicher Sicht ist ein Mindestlohn entweder wirkungslos, weil er nicht durchgesetzt wird und damit auch unschädlich, oder wenn er durchgesetzt würde, wäre er gleichbedeutend mit einem Arbeitsverbot für Menschen, deren Stundenproduktivität unter 12 Euro liegt. Denn kein Unternehmen kann auf Dauer einem Mitarbeiter 12 Euro die Stunde zahlen, wenn er nur 10 Euro die Stunde Leistung bringt, dann macht das Unternehmen bei dem Mitarbeiter jede Stunde 2 Euro Verlust, und das kann sich im internationalen Wettbewerb keine einzige Firma auf Dauer leisten. Die gehen alle dann kaputt und gehen alle pleite und dann werden alle arbeitslos, und die einzigen, die davon profitieren und die Karriere machen können, sind die Arbeitsamtmitarbeiter, die nämlich Gruppenleiter werden können und Vorgesetzter und Teamleiter werden können, weil es immer mehr Arbeitslose gibt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir anstatt 0 Arbeitslose in Deutschland immer noch 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland haben, weil die Arbeitsamtmitarbeiter lauter Irrtümer im Kopf haben, die sich ständig an die Politik abgeben und an die Gesellschaft abgeben, wie diese völlig verrückte Idee des Mindestlohns, ja, die dann dazu führen, dass die Politik quasi den Arbeitsamtmitarbeitern neue Arbeitslose beschafft, sozusagen. Und das ist die gefährliche Dynamik eines typischen vorteilbringenden Irrtums. Die Arbeitsamtmitarbeiter entwickeln die Idee des Mindestlohns, glauben wirklich auch selber, dass das eine gute Idee sei. Dann setzt die Politik das um, zwingt die Unternehmen dazu, dass alle Menschen, die unter 12 Euro pro Stunde Produktivität haben, in die Arbeitslosigkeit geraten. Dadurch bleibt die Zahl der Arbeitslosen hoch und die Arbeitsamtmitarbeiter können Karriere machen und können aufsteigen in einer wachsenden Bürokratie. Das zeigt also, dass nicht nur Konzerne gefährliche Sparten in der Gesellschaft sind, Wirtschaftsbetriebe, sondern auch alle Behörden große Gefahren in sich bergen. Ich mache erstmal soweit Pause meines ersten Beitrages. Wechsel. Ja, was sagt ihr dazu? Bitte gerne andere Sichtweisen dazu oder ergänzende. Wechsel. Alle haben Konto. Ja, Wechsel 2, sagen wir dann mal, wenn die anderen alle so schweigsam sind. Ja, oder Effi, ich hätte auch noch eine Anregung an dich. Versuch doch mal der Helga zu erklären, wie eine mögliche Bearbeitung und Plenumsarbeit jetzt auch speziell in einer Schenkergemeinschaft aussehen könnte und sich vielleicht auch etwas unterscheiden könnte von den naturwissenschaftlichen Gemeinschaften. Obwohl, trotz aller Gemeinsamkeiten, ne? Wechsel? Wechsel 2, gell? Wechsel 2, ja. Also ich kann sagen, Teil meiner Arbeit jetzt hier, also ich sitze ja hier im Büro sozusagen der ganzheitlichen Bildungswerkstatt Lilitopia, so nennt sich das, in Stadtallendorf bei Marburg in Hessen. Und hier habe ich schon relativ günstige Möglichkeiten, Kommunikationsarbeit zu machen, Konfliktbearbeitung zu machen mit Leuten. Also manchmal habe ich am Tag 5, 6 Telefonate auch, wo ich da als Konflikthelfer eingeschaltet werde. Dann lebe ich hier auch in einem kleinen Kommune-Keimling mit Familie, also Frau und Kind. Und ganz besonders interessant ist natürlich dann auch, wenn man
mit der Familie so ein Beispiel geben kann. Also es gibt sonst im alternativen Bereich, also im radikal alternativen Bereich, wie wir das versuchen, gibt es gar keine funktionierenden Familienzusammenhänge. Ne? Also da kann man gucken und stellt fest, gibt es eigentlich gar nicht. Also sowas überhaupt aufrechtzuerhalten und damit auch hinzugehen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also da kann ich dann die Helga auch einladen, in Telegram-Gruppen oder wo auch immer, also bei YouTube habe ich es jetzt noch nicht hochgeladen, aber gerade gestern und heute lief auf Sat.1 eine Talkshow, wo ich mit meiner kleinen Familie auch war. Und der Yannick hat das auch in die Telegram-Kanäle kräftig, da hat er diese Szene, diesen Abschnitt, wo wir da auftreten, rausgeschnitten quasi und in Telegram-Gruppen hochgeladen. Also da könntest du dir gerne anschauen, wie wir da im Vergleich zu dem, was die meisten anderen normalen Menschen um uns herum interessiert, ne? Da sind da gleich einige bunte Vögel in dieser Talkshow mit dabei. Das ist die Brit-Talkshow gewesen von gestern und heute, findet man auch bestimmt noch in Mediatheken. Über 50 und wir drehen nochmal richtig auf oder so hieß das. Ne? Und da sieht man, all die anderen Menschen sind überwiegend daran interessiert, ne? Welche Klamotten sie tragen, ob sie sich Schönheitsoperationen zufügen, ob sie noch kräftig Party feiern oder ob sie allmählich zum Couch-Potato werden. Also ja, jetzt bleibt nur das Sofa noch und dabei esse ich ein Stück Torte und dann ist auch gut. Ja, also da kann man schauen, wie sind die anderen so drauf und was hatten wir da als Familie so anzubieten, als Lebensorientierung. Und meine Frau, die Anke, die sagt dann auch in der Sendung, Probleme hat wohl jeder, aber wir versuchen in unseren Gemeinschaften eben auch durch offene Kommunikation und Konfliktarbeit da was hinzubekommen. Wir machen Runden, in denen wir miteinander sprechen, wo auch die Kinder schon mit einbezogen sind und wo wir alles ansprechen können. Und ja, es soll nicht danach gehen, wer stärker ist oder sich besser durchsetzen kann, sondern nach Argumentequalität. Das prüfen zwei, die da vielleicht eine Meinungsverschiedenheit haben, erst miteinander. Und dann nimmt man immer mehr andere aus der Gemeinschaft mit dazu, bringt es am Ende vor die Gesamtgemeinschaft. Und das ist schon eine Methode, wo aus meiner Sicht, wenn man gemeinsam so vernünftig und zum Wohle aller Lösungen piep, sucht, piep, wo 98% der Probleme sich dann schon gut lösen lassen können. Ja, also das war auch gute Öffentlichkeitsarbeit, die wir damit leisten konnten. Und natürlich geht es auch darum, sich immer um die Keimlinge an Projekten, die wir schon haben, in ganz Deutschland zu kümmern. Also gestern war ein Gespräch, ob da zwei neue Leute, auch so ein älteres Ehepaar, in eins der Projekte Ende. Einzieht. Ja, sowas alles. Ja, Wechsel 4. Ja, also genau, das, ich glaube schon, ich will das nochmal betonen für die Helga auch heute, dass wirklich in solch einer Bearbeitung, ich habe ja das von Anfang an gesagt, dass für uns das Sprechen und Nachdenken nur in der Phase wichtig ist, wo die vorteilbringenden Irrtümer noch zu Störungen im Sozialleben der Gemeinschaft führen. Und dass sie dann bearbeitet und aufgedeckt werden müssen und natürlich idealerweise die nach und nach alle zentralen Irrtümer, und es sind zum Glück nur ein paar hundert zentrale Irrtümer, alle rausgeworfen sind und am Ende wir wirklich wie die Bonobos wieder in der Wahrheit lebend glücklich miteinander interagieren. Und du könntest jetzt auch einfach noch, wenn du lustig bist, irgendwelche Fragen jetzt zum Schluss noch stellen, die dir noch so überhaupt einfallen zum Thema Gemeinschaft und so weiter. Wechsel. Also ich habe jetzt auch eine ganze Menge so im Kopf und fand das wirklich also sehr inspirierend, aber mir fehlt so der lebenspraktische Bezug. Wie geht es mal zum Girlstricken zum Beispiel? Genau, und genau ja, das. Also, ich meine, wir sind ja jetzt ziemlich am Ende so, ne? Also, ja, das war jetzt ja auch alles sehr theoretisch. Helga, ja, also ich lebe das alles praktisch, ne? Also ich weiß gar nicht, ob das deutlich geworden ist, aber für mich ist das alles voll praktische Lebensweise und man kann kommen, wir haben die Orte und die Menschen und die leben das und man kann da hingehen, sich's anschauen und es mitmachen, wenn man will. Und man kann natürlich auch bei sich so eine Kommune aufbauen, ne? Und gucken, ob man das praktisch alles macht. Also jedem Menschen steht die völlig freie Dosierung zu, wie weit er mitdenkt und Praxis draus macht.
Du bist jetzt aus der Schenkerbewegung, ne? Ja, ja, aber wir haben ja ganz konkret gesprochen. Also für die Schenkerbewegung kannst du auch gucken, ne? Gibt Wikipedia-Artikel über mich oder sonst global, also -love.eu, findest du auch alles. Aber wir haben ja sehr konkret und praktisch darüber geredet. Ne? Was ist das für eine Einstellung, ne? So insgesamt verantwortlich leben zu wollen und dafür Verantwortungskommunen bilden und wie die dann im Inneren miteinander reden und Konflikte lösen können und so weiter. Ja, vielleicht kann ich auch noch mal kurz helfen an der Stelle. Ich habe jetzt übrigens dich auf Konto 5 laufen lassen, gell? Und ich mache jetzt hier auch noch mal bei mir kurz hier fertig. Also genau, ganz konkret wird es erst, wenn ein Mensch vor Ort ist. Aber man sollte sich auch an diesen scheinbar theoretischen Diskussionen voll beteiligen, weil nämlich dann schon vieles bearbeitet werden kann, was dann nicht mehr bearbeitet werden muss, wenn man vor Ort ist. Also wenn man tief einsteigt und über alle diese Themen mit einsteigt, dann wird sich von der eigenen Persönlichkeit, werden sich eigene Irrtümer offenbaren, den anderen quasi transparent werden und die anderen können dich, Helga, auch daraufhin ansprechen. Das Problem ist nur, wenn jemand nur zuhört, dann kann man eigentlich nicht arbeiten. Also für die Zukunft ist es bei uns eigentlich so, dass jeder eigentlich sich beteiligen sollte, weil nur so auch seine Denkweise und damit aber auch seine vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten in seinem Kopf erst den anderen erkennbar werden. So ähnlich wie wenn wir an einem Ort zusammensitzen, werden manche Dinge erst so angesprochen und aktiviert in unserem Gehirn sozusagen und genauso erst, wenn man sich auch hier an dieser scheinbar theoretischen Diskussion intensiv beteiligt, dann zeigt man erst, was man in seinem Gehirn alles noch so mit sich trägt und dann wird den anderen plötzlich erkennbar, ja hoppla, da hat ja die Helga, trägt ja den Irrtum der und der Sparte mit sich und ist sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass sie da manipuliert wurde in eine bestimmte Richtung und so weiter. Und das können wir aber nicht, wenn jemand nur zuhört. Ja? Also ja. Insofern ist eigentlich das Mitmachen immer die Grundvoraussetzung. Vor allem der andere Punkt ist, vor Ort jetzt jemanden zum Beispiel hier nach Köln Süd einzuladen, das mache ich erst zum Beispiel, wenn wirklich drei, vier, fünf dieser gelungenen Gespräche, auch über erstmal Theoretisches, wirklich so gut gelungen sind, dass man sagen kann, mit der Person kann man arbeiten, ne? Denn wir müssen ja irgendwie irgendwas sehen können von der Person, irgendwelche Irrtümer auch mal ansprechen können, damit die Person das an sich selber dann auch mal erlebt. Und vom Zuhören geht das leider nicht. Ne? Ja. Ja. Also deswegen herzlich die Einladung, dann spätestens nächsten Samstag oder auch in Gesprächen mit mir, das Ganze zu vertiefen und weiterzuarbeiten. Und dann kann irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, ja, herzlich eingeladen, einfach mal, ihr beide vielleicht, in Köln und Süd dann mal vorbeizukommen. Aber das ist immer erst der zweite Schritt. Ich muss erst einmal gucken, ob wir überhaupt in eine Arbeit reinkommen. Ne? Ja. Ja. Ja, habt ihr andere noch was zu sagen oder sind wir jetzt schon in der Verabschiedungsphase? Wie seht ihr es? Von mir aus gern Verabschiedungsphase. Von mir aus auch gern Verabschiedungsphase. Ja, dann haben wir es für heute wieder mal. Nächsten Samstag 20.15 Uhr geht's weiter. Nächstes Thema, nächsten Samstag. Genau. Und es stimmt, wie der Wille gesagt. Man muss ja erst wissen, was man tut, bevor man es praktisch äußerlich tun kann. Ja, also nochmal, die Helga hatte gerade gefragt, ob wir jede Woche ein bestimmtes Thema haben. Nee, wir haben nie ein bestimmtes Thema, außer dass wir an unseren Irrtümern arbeiten. Ja? Ja. Entweder näher dran oder Plenumsarbeit, ja, wenn dann zum Beispiel jemand hier war, bei Köln Süd war, zum Beispiel es war einmal eine Person hier gewesen, die aus der Schenkerbewegung stammte. Ja, die war eine Woche da
Und da konnten wir dann auch da dann mal Dinge direkt hier bearbeiten, dann quasi sowohl in auf Distanz, also mit den anderen zusammen, aber auch die Dinge, die ganz konkret hier vor Ort waren, ja. Und so uns dem Bearbeiten von Dingen annähern, das ist das Anliegen dieser Samstagsgespräche, ne? Ja. Und ansonsten können wir auch jederzeit telefonieren, um jetzt bezogen auf die Gemeinschaft Köln-Süd weiterzuarbeiten. Aber ich hoffe, du hast gemerkt, das ist hier eine angenehme Gesprächsatmosphäre und es gibt kein festes Thema, außer dass wir immer wieder wie uns Menschen versuchen, in die Wahrheit zu bringen und dafür die vorteilbringenden Irrtümer der uns manipulierenden Sparten rauszuwerfen. Wobei man dazu sagen muss, dass wir Naturwissenschaftler der Meinung sind, dass diese Sparten sich keiner Schuld bewusst sind, sondern ihre Irrtümer selber glauben. Und was sie so gefährlich macht. Die Schenker-Bewegung sieht das ein bisschen anders. Sie sieht da nicht immer so eine ganz vollständige Schuldfreiheit, wenn ich es richtig interpretiert habe jetzt. Ne? Ja, aber haben wir es für heute? Also jederzeit bei mir melden und nächsten Samstag 20.15 Uhr wieder und dann mal versuchen, einfach mitzusprechen, also reinzuspringen, dich zu zeigen, Helga, ja. damit wir auch mal gucken können, dass vielleicht gerade in deinen Diskussionsbeiträgen vielleicht bestimmte Irrtümer offenbar werden, die wir dann aus unserer Sicht dann ansprechen können, nach dem Motto, wo irre ich, wo du, und dann bearbeiten können, sodass du dann selbst mal erlebst, was VIAT bedeutet, auch schon, wenn es noch nicht im persönlichen Kontakt ist. Das geht nämlich auch schon lange vorher. Ja. Alles klar. Leute, habt ihr noch was zu sagen? Schenker-Gemeinschaften, habt ihr noch was? Oder rufen wir alle jetzt Tschüssi und... Ich habe ja schon gesagt, man muss ja erstmal ganz herzlichen Dank. Also ich lasse mir das jetzt durch den Kopf gehen. Ja. Ja. Also wir können uns vielleicht verabschieden. Also man muss erst wissen, was man tut, bevor man es tut. Deshalb muss man denken und sprechen, nicht einfach drauf loshandeln. Und dafür ist gut, sich so zu orientieren im Nötigsten. Und ansonsten findet man bei uns aber eben jede Menge praktische Möglichkeiten, die Projekte, die Möglichkeit, wenn man ganz radikal sein will, sich in Berlin mit ins revolutionäre Zeltcamp vor den Toren der Macht zu stürzen. Also man hat alle Möglichkeiten. Ja, das will ich auch nochmal gerade bestätigen. Also einfach drauf loswurschteln und drauf loshandeln führt meistens zu unglücklichen Gemeinschaften. Und deswegen muss wirklich muss alles Hand und Fuß haben sozusagen, ja? Ja, gut, dann beenden wir das für heute und dann am Schluss muss ich dir noch kurz noch die Frage stellen. Sekunde. Wo ist es?